Hallo und herzlich willkommen zu CrowKuru TV. Ich bin der Philipp. Ich bin die Chantal. Ja, worum geht's bei CrowKuru TV? Ihr kennt uns vielleicht noch von unseren Live-Videos. Wir haben im Laufe des letzten Jahres in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen insgesamt 11 Live-Videos auf Facebook gemacht und die dann hinterher auch auf YouTube veröffentlicht. Und die Live-Videos, die haben uns sehr viel Spaß gemacht, es war immer sehr aufregend. Und wir haben auch insgesamt wirklich viel positives Feedback zu den Live-Videos bekommen. Und ja, wir hatten dann im Ende letzten Jahres relativ viel zu tun bis Anfang diesen Jahres. Wir haben, das hat sich jetzt ja mittlerweile vermutlich rumgesprochen, bis dahin haben wir ja nur übers Internet verkauft und jetzt haben wir im März ein Ladengeschäft in Karlsruhe eröffnet, in dem wir jetzt hier auch gerade sitzen. Und genau, ihr könnt uns jetzt halt hier in Karlsruhe in unserem Ladengeschäft ganz normal besuchen. Wir haben ganz normale Öffnungszeiten. Wir haben auch ein neues Teammitglied eingestellt und zwar den Kahn. Der Kahn ist der Shopleiter von unserem Geschäft hier in Karlsruhe und den trefft ihr auch an den meisten Tagen hier an. Der kann euch beraten und der Kahn, der hat auch Ambitionen, bei unseren Videos ab und zu mitzumachen. Das heißt, den werdet ihr in der nächsten Zeit auch hin und wieder bei den Videos sehen und ich hoffe, es macht dem Kahn halt genauso viel Spaß wie uns auch und ich hoffe, der Kahn kommt genauso gut an oder vielleicht ja nicht so gut, weil sonst können wir es nicht mehr machen, wenn er das da will, das wäre dann doof. Naja, also genau, so viel zum Rückblick. Jetzt, was hat es mit diesem GrowGuru TV auf sich? Also wie gesagt, wir haben bisher halt immer diese Live-Videos gemacht und das hat viel Spaß gemacht. Die Live-Videos haben allerdings so auch so ein bisschen, man ist halt ein Stück weit von der Technik her eingeschränkt. Also es ist halt alles live, man muss alles vorführen, also die ganze Vorführung, das was man zeigen will, muss man halt sehr, sehr gut vorbereiten, sodass man das halt direkt dann da platzieren kann. Es schränkt uns insofern ein kleines bisschen ein, dass wir halt nur sehr schwer mit unterschiedlichen Kameraeinstellungen arbeiten können bei Live. Wir können zum Beispiel bei dem Skrock-Video war es so, dass wir halt nicht so richtig zeigen konnten. Also man hat es einfach nicht so gut erkannt. Auf der einen Seite ist es halt so, dass die Live-Videos viel Laber-Laber beinhaltet haben, was gemischt gut ankam. Manche fanden es gut, aber wir haben auch schon relativ oft das Feedback bekommen, dass es halt zu viel Blabla ist und dass vor allem ich immer dazu tendiere, alles zwei- und dreimal zu sagen. Und ja, genau, also wir haben da halt überlegt, was können wir tun und haben halt dieses neue Format GrowGuru TV erfunden. Und GrowGuru TV wird aufgezeichnet. Danach setzt sich jemand hin, also unser sehr talentierter Shopleiter, Schrägstrich, Director, der Kahn, der hat eine Premiere-Lizenz und setzt sich dann hin und schneidet das zusammen und wir hoffen, dass wir halt mit dem GrowGuru TV auch so ein kleines bisschen das Tempo steigern können. Nicht so viele M's hoffentlich und nicht so viel, ein bisschen weniger Blabla als bei den Live-Videos und halt wie gesagt, wir haben ein paar mehr Möglichkeiten. Wir können auch mal auf eine Messe gehen und von dort einzelne Szenen zusammen sammeln und dann hinterher zusammenschneiden. Das ist so das, was wir damit machen wollen. Wir wollen diese Woche unsere erste Folge GrowGuru TV veröffentlichen. GrowGuru TV wird es nur auf YouTube geben. Wir haben mit dem Facebook ja, so ein kleines bisschen, also das Facebook ist so ein kleines bisschen in den Hintergrund gerückt. Es wird einfach auch nicht mehr so genutzt von den Leuten und deswegen bespielen wir es jetzt auch nicht mehr so ambitioniert wie noch vor einem halben Jahr. Das heißt, in Zukunft wird es mehr auf YouTube sich verlagern und auf Facebook werden wir die Folgen zwar noch ankündigen, aber wenn ihr am Ball bleiben wollt und wenn ihr euch für dieses GrowGuru TV interessiert, dann abonniert uns auf YouTube und dann werdet ihr auch immer direkt informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Ansonsten, diese Woche erscheint die erste Folge und dann wünschen wir euch viel Spaß. Mhm.